Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Anitaco TV. Ja, heute möchte ich euch mal kein Let's Draw zeichnen oder sonst was zeigen. Ich mache heute eine Review über das Huion GT190S. Dies ist ein Grafiktablet, was sehr gut ist, meiner Meinung nach. Ja, ist ein schwieriges Wort. Jedenfalls für das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn Wacom ist doch immer noch ein Stückchen besser als, tja, andere Sachen. Und ja, ich glaube, ich habe Huion einen GT190 gesagt. Ja, nämlich es ist das im Huion GT190. Es ist von Huion, ja, logisch. Huion ist, wer es nicht weiß, eine chinesische Marke. Ja, ist jetzt ein Gegenteil von Wacom und produziert eigentlich das gleiche wie die, bloß halt einer Preisklasse billiger. Aber natürlich ist da auch die Qualität ein bisschen anders, weniger, wie man es halt nennen will. Aber es ist trotzdem noch akzeptabel und hat trotzdem noch einen guten Standard, den man halt so nehmen könnte. Ja, mehr zu dem Gerät. Dies ist ein, ja, na, Grafikmonitor. Man kann ihn als normalen Monitor benutzen. Kann aber auch natürlich ganz normal drauf zeichnen oder Videos schneiden oder für was er denn auch braucht. Er ist ungefähr 18,95 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1440 mal 900. Dies ist eigentlich recht gut. Und es reicht auch von der Größe her. Und gerade für den Preis, nämlich das Ding kostet 450 Euro auf Amazon, ist es eigentlich recht gut. Denn wenn man eins von Wacom holt, dieses Cintiq, das kostet 800 oder 900 und es ist wesentlich kleiner. Gut, kommen wir weiter zum Inhalt. Also was wird denn noch alles mitgeliefert? Also erstens wird der Monitor mitgeliefert. Zweitens gibt es dazu noch einen Standfuß. Den kann man hinten anbringen. Dazu werden auch Schrauben und Material, Werkzeug dazu mitgeliefert, um es anzubringen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dazu gibt es dann noch zwei Stifte und ein Stifterhalter. Die zwei Stifte sind unterschiedlich. Der eine Stift wird mit Batterien aufgeladen. Also hat halt Batterien in sich. Ich glaube eine. Und der andere wird halt mit einem Ladekabel geladen. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Ich glaube, so ein Jahr oder ein halbes Jahr und dann sollte man ihn laden. Genauso wie bei dem mit den Batterien. Also es ist recht egal, was ihr nehmt. Dazu wird dann halt noch ein USB-Kabel geliefert, damit ihr das dann aufladen könnt. Und was ich noch zu denen mit den Batterien sagen muss, er liegt besser in der Hand als der mit Akku. Denn er ist schwerer und ich weiß nicht, das Gefühl ist mir lieber, wenn es ein bisschen schwerer ist. Aber muss jeder selbst wissen. Dazu wird noch ein VGA-Kabel geliefert, denn HDMI habt ihr hier nicht. Und Netzteile, ganz logisch. Netzkabel auch, denn noch ein USB-Kabel, um das Touch-Zeugs zu übertragen auf den PC oder so. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich denke mal, das ist dafür gedacht. Und was ich denn natürlich auch noch richtig cool finde, ist, dass es noch einen Handschuh gibt, wo Mittel, Zeige und Daumen halt abgeschnitten sind. Wo ihr nur den untersten, also die untersten zwei Finger, ich weiß gar nicht, wie der heißt, kleiner Finger und der Ringfinger, bedeckt werden. Das ist recht praktisch, denn wenn ihr den anzieht, könnt ihr besser über den Bildschirm arbeiten und über den Bildschirm halt auch streichen. Und das ist für einen Workflow richtig gut. Ja, meine Zwecke sind für diesen Bildschirm eigentlich nur zeichnen und halt animieren. Schneiden habe ich noch nicht gemacht. Aber das Zeichnen und das Animieren geht recht gut. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass ich glaube, dass die Farben ein bisschen unecht sind. Also kommt darauf an, in welchen Winkel man guckt. Denn wenn man in einen tieferen Winkel geht, wenn man zum Beispiel ganz runter geht, ist ein Schwarz mehr so ein helles Schwarz. Also
Es leuchtet, aber es ist dunkel und ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Es ist richtig komisch. Und ja, die Kalibrierung und sowas ist eigentlich auch ganz okay. Außer wenn man den Stift jetzt nach ganz unten rechts geht, ne, also nimmt, verliert er sich ein bisschen. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es an meinem Treiber oder sowas. Ist mir aber eigentlich auch recht egal, da ich unten rechts nie was zeichne. Ich meine, da muss ich schon ziemlich dumm sein. Also was heißt dumm? Ziemlich blöd, um unten rechts, genau unten rechts was zu zeichnen, was eigentlich gar nicht geht. Was könnte ich denn noch dazu sagen? Ja, wie gesagt, das Ding kostet 450 Euro. Ist wesentlich billiger als die von Wacom, also die Cintiq. Und für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist es recht gut. Und ja, ich habe euch mal noch so einen kleinen Test gezeigt. Also ich zeige euch jetzt einen kleinen Test, der aber leider noch nicht fertig ist. Den habe ich während des Streams gemacht. Das hier ist ein Schädel. Ja, erkennt man wahrscheinlich. Den habe ich halt damit gezeichnet und das geht recht gut. Druckempfindlichkeit ist auch gut. Also wirklich sehr gut. Kann ich echt nicht meckern. Und für den Preis würde ich es jedem weiterempfehlen, der nicht so viel Geld hat und trotzdem sowas haben will. Natürlich kostet es. Also 450 Euro ist ein stolzer Preis. Ja, gut. Mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Der Bildschirm harmoniert mit Photoshop und ein paar anderen Programmen auch gut. Ich weiß jetzt nicht, welches Programm nicht ging. Ich glaube, zu meinen, es war Krita. Krita oder Medibank Paint Pro war es. Eins von den beiden ging irgendwie nicht dort. Ich habe es probiert, aber der Stift wollte sich einfach nicht bewegen. Also halt der die Tinte oder wie man das nennt, halt die Brush. Ging nur mit der Maus, aber so für Photoshop geht's auch. Sketchbook natürlich, MiShift auch super Programm. Was gibt's noch für Programme, die ich benutze? Es gibt eigentlich noch einen Haufen Programme, die ich benutze. Clip Studio Paint geht auch. Habe ich auch nichts zu meckern. Und ja, ich werde, denke ich mal, während diesem Video noch ein paar Bilder einblenden, wie dieses Gerät aussieht, weil ihr könnt euch ja nichts darunter vorstellen. Aber ja, ihr braucht ziemlich viel Platz noch, wenn ihr noch einen anderen Bildschirm habt. Und so geht das eigentlich alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, zu dieser mehr oder weniger Review, denn es war ja so ein, ich weiß nicht, ein Wischwasch, ein unkoordiniertes Video, wie ich ein Produkt vorstelle. Aber ich denke mal, das macht jetzt niemand was aus. Denn so ist das ja halt hier bei Anitaco TV. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Produkt oder zu irgendwelchen anderen Produkten oder generell irgendwas habt, könnt ihr sie ruhig mir stellen. Einfach in die Kommentare tippen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.